Hallo meine Freunde, Zaug wieder hier mit Let's Play Pokémon Platin. Seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen trainiert. Ich habe nämlich Ponita mal auf Level 10 gebracht. Da hat es dann auch die Glut erlernt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und ich habe festgestellt, dass ich glaube meine beiden Pokémon hier ein negatives Wesen in die Initiative haben. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ich habe es wieder vergessen, weil das ist schon etwas her, seitdem ich das nachgesehen habe. Aber jetzt wollen wir doch mal Richtung Norden. Hier haben wir ja letztes Mal gegen die Leute von Team Galaxy gekämpft. Keine Ahnung, wie sie genau heißen. Und wer Interesse an einem anderen Platin-Projekt hat, wo ich auch ein bisschen mitgemacht habe, der kann mal vielleicht bei dem guten Z-Slayer vorbeischauen. Der spielt nämlich aktuell, oder besser hat seine Aufnahmen aus seinem Livestream hochgeladen, wo er eine kleine Nuzlocke gespielt hat. Also keinen normalen Playthrough, wie ich es hier mache, so ganz entspannt, sondern ziemlich happig und interessant. Und ich habe halt auch ab einem, ich glaube ab Ende Part 2 oder was, bin ich auch für einige Folgen dabei. Könnt ihr vielleicht mal reinschauen, ich verlinke euch einfach mal die Playlist in der Beschreibung. Aber jetzt wollen wir erstmal hier weitermachen und das war kein großer große Sache. Oh, da oben ist noch ein Item. Das holen wir uns doch glatt. Yay! Du. Die Zirpose. Yay! Machen wir es kaputt. Cool. Ah, Geduld. Eine sehr fiese Attacke. Ah. So. Sehr schön. Das läuft doch gut. Gut. So. Na komm her. Ein Paraheiler, sehr schön. So. Und mehr Kämpfe. Ich hätte vielleicht ein bisschen Schutz kaufen sollen. Shinux, du bist kein Problem für Ponita. Ponita ist sowieso ein ziemlich schnelles Pokémon. Und ich finde es schade, obwohl für den Playthrough ist vielleicht nicht so schlecht, dass Ponita die Fähigkeit Angsthase hat. Obwohl Feuerfänger sehr viel interessanter gewesen wäre. Aber mein Gott. Ist ja nicht so tragisch. Ist ja kein Competitive hier. Ist ein ganz normaler Playthrough. Nix Besonderes quasi. Ich möchte einfach nur mal hier... Hat der Carpador gesagt? Oh Gott. Ja, Carpador. Level 8. Es kann also nichts. Sehr gut. Außer sein Event-Carpador, was Hydro-Pumpe beherrscht. Was ziemlich krank ist, dass es tatsächlich sowas gibt. Aber naja. Schauen wir mal. Oh. Der Fug, ey. Carpador, please. Give me init EDV. Nicht DV, EV. Ich verwechsel das immer. Furchtbar. So. Yay. Gehen wir mal hier ganz normal durch. Yay, ein Staraludi. Ich habe auch schon eins. Dankeschön. Yay. Obwohl Staraludi gibt, glaube ich, auch Initiative. Huh. Könnte ja also ziemlich gut seine Initiative pushen, wenn man es möchte. Was einem nicht viel bringt bei Trainern, wo keine EVs verteilt worden sind. Naja. Okay. So. Okay, nehmen wir dich auch noch mit. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Vielleicht kriegen wir ja sogar schon den nächsten Orden. Ist ja auf jeden Fall interessant. Also wie weit ich heute in meine Aufnahmesession komme. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon in dieser Folge zum zweiten Orden kommen werden. Denn es gibt noch ein bisschen was zu tun. Knospi gibt viele Erfahrungspunkte, du Fug. Okay. Ich freue mich übrigens schon, wenn Ponita Level 16 erreicht. Dann dürfte es sich nämlich nicht weiterentwickeln, aber dann lernt es eine physische Feuerattacke. Die ist seltsamerweise nur im Platin lernt tatsächlich. Ich brauche jetzt der Trümmerer. Hi, Anton. Anton.
Nee, ich habe ein Wasser-Pokémon und ich habe auch schon ein Psycho-Pokémon vorgesehen. Wir brauchen dich nicht, Enton. Obwohl Enton, glaube ich, also Entoron, die Weiterentwicklung ist, glaube ich, sogar gar nicht Psycho, ne? Sind, glaube ich, beides Wassertypen, Rainer. Aber lernen trotzdem Psycho-Attacken. Ich meine zumindest. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, wir brauchen jetzt hier erstmal Zertrümmerer. Das Geräusch, ey. Zertrümmerer. Natürlich. Okay, ich muss also später wieder zum Attackenverlerner. Aber aktuell ist es noch egal. Du. So, vielleicht kann ich es ja später noch gebrauchen. Ja, erstmal hier links lang. Mal gucken, ob da was ist. Prompt. Ah. Ein Eidem. Felsgrab. Okay, da kämen wir nur mit Surfer weiter. Naja, schauen wir mal. Lala, ein Zubat. Überraschung. Wer hätte in einer Höhle mit einem Zubat gerechnet? Also ich nicht. Und Zubat gibt auch Initiative. Yay. Warum erwähne ich das eigentlich? Wobei ich nicht weiß, was Enton geben würde. Yay. Mach kaputt. Ich finde das übrigens dumm mit den Zertrümmerer. Okay. Das ist echt Bullshit hier. Komm, guck mal weg. Ich möchte erst das Item haben. So. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist. Ich glaube, wenn man hier rennt, dann guckt sie automatisch zu einem. Egal. Knüpfen wir mal so um. Komm. Zeig mir, was du drauf hast. Knospi. Du gibst gute Erfahrungspunkte, wenn du genauso viele gibst wie der andere da eben. Und hast keine Chance gegen mein Ponyta. Yay. Walkstoom. Okay. Machen wir die Glut. Du. So. Es gibt so viele Erfahrungspunkte. Kigugi. Die Vorentwicklung von, wie heißt es? Ach, dieses Blüten-Pokémon. Was aufgeht, sobald die Sonne scheint. Ich weiß den Namen gerade nicht. Doch, Kinoso. Kinoso war der Name der Weiterentwicklung. Lustiger Funfact. Wenn dieses Pokémon sich weiterentwickelt, frisst es die kleine Beere hinten, die auch ein Gesicht hat. Steht, glaube ich, in irgendeinem Pokédex-Eintrag. Was ziemlich krank ist. Aber naja. Hier werden die wilden Pokémon langsam stärker. Haben wir schon Level 9 Pokémon. Glut. Ich glaube, in der nächsten Arena kann ich Ponyta sogar ziemlich gut gebrauchen. Ponyta und Staralili. Dingelt's dann nicht ganz so sehr, mein Starter. Ich weiß den Namen gerade nicht. Es ist geburnt. Aha, und damit ist dann... machst du sowieso weniger Schaden und du stirbst durch den Burn. Sehr schön. Das Ding ist gefährlicher als Knospi, gibt aber viel weniger Erfahrungspunkte. What the fuck? Ah, nice. Guten Tag, Käfersammler. Ist, glaube ich... ich glaube, die vierte Generation ist die letzte, wo sie wirklich vorkommen, ne? In der fünften und der sechsten... in der fünften gibt es sie, glaube ich, gar nicht. Und in der sechsten, also in XY, gibt es sie auch nicht. Erst wieder in Oras. In den Remakes. Warum auch immer die Käfersammler rausgeflogen sind. Und der heißt Matthias. Mit 2 T und H. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Warum ich das so interessant finde? Weil ich auch so heiße.
Oh mein Gott, Sarok ist nicht mein richtiger Name. Wer hätte das erwartet? Hust, hust. Yay. So. Diggle speichert Energie. Du gehst jetzt drauf. Das war übrigens sehr riskant, weil Tackle hat, glaube ich, hier gar keine 100% Genauigkeit, ne? Ha. Yay. Okay. So, da oben erwartet ein Doppelkampf auf uns. Plüprin. Plüprin. So war der Name, genau. Hey, ihr zwei. Ja, komm. Oh, ich hau euch um. Und glaube ich, sind gerade erstmal knapp 10 Minuten rum von dem Part. Zweimal Pachirisu. Wow. Fällt gerade auf, dass ich eine ziemlich heftige Elektroschwäche in meinem Team habe. Die können hoffentlich noch keine starken Elektroattacken. Aber sie können beide ruckzuck heap. Yay. Wow. Wow. Hat Pachirisu so eine gute Defensive? What the fuck? Hört auf mit dem Ruckzuck-Hieb. Muss er tatsächlich auf 1 drauf knüppeln, damit es irgendwann mal stirbt. Okay. Vielleicht kriegst du ja mit einem Ruckzuck-Hieb kaputt. Sie sind schneller, okay. Hey. What the fuck? Hört auf damit. Okay, das eine ist down. Dann kann ich mich da erstmal heilen. What the fuck, ey. By the way, jetzt hat mir noch was Tolles gezeigt. Was ich nicht wusste. Wenn man Start drückt, kann man tatsächlich die HP der Gegner sehen. Beziehungsweise die eigene HP sehen. Also umschalten. Was sehr interessant ist. Weil es steht tatsächlich... Ich habe nämlich nochmal nachgesehen. Es steht nicht in der Beschreibung drin. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, dass man das kann. Könntest du jetzt bitte draufgehen, mein Freund? So, wenn es nicht krittet, ist es in der nächsten Runde Daumen. Ich kann auch meine Pokémon ganz irgendwo hochheilen. So. Dim, dim. Ja, 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 hör auf zu piepen. Yay! Level 13. Spezialangriff ist genauso hoch wie der normale Angriff. Ändert sich wahrscheinlich erst wirklich, wenn es sich weiterentwickelt. Dann drüben ist ein Item, das hätte ich gerne. Kugelsaat. Ich glaube, da oben ist schon... Ich möchte gerne Tränke verschwenden. So. Guten Morgen. Ja, guten Morgen auch. Stimmt, sie sagt ja immer die Tageszeit. Wir haben nämlich gerade 8:45 gleich. An einem Sonntag. Ganz viele andere schlafen. Noch. Ich sehe gerade, dass auf Twitter irgendwas los ist. Um die Uhrzeit. An einem Sonntag. Okay. Kannst du ein Pokémon verfüttern? Ja. Ja. Gib mir die Bären. Sinelbären. Okay. Okay, hier brauche ich die Bären nicht so viel. Yay, da haben wir Team Galactic. Sind wir von Team Galactic oder sind wir das nicht? Okay. Aha. Okay. Uninteressant, was die labern. Hallo. Hast du Item für mich? Flori. Okay. Okay. Ist das ein Pipi? Ja. Yay. Pflücker. Die Attacke ist so praktisch. Nicht wirklich in einem Playthrough. In einem Competitive Game kann es interessant werden, wenn man weiß, dass der Gegner
Bernhard. Dürfte das Honig angezogen werden? Ah ja, der Honig. Der ist hier eingeführt worden und hier funktioniert er noch merkwürdig. Man muss hier noch Bäume streichen, damit Pokémon auftauchen. Interessante Musik gerade. Yay. Okay, nehmen wir das auch mit. Mal gucken, wo ich hinkomme hier. Wie sieht es eigentlich gerade aus? Ja. Sollte so gehen noch. Hallo. Mit dem Bobby, Windkraftwerk. Okay. Also auf zum Windkraftwerk. Darum kommen wir eh nicht weiter. Also wir hätten eh dahin gemusst. Yay. Und 3D. Ich finde das hier noch so hässlich. Ne. Ganz ehrlich, ich hätte es besser gefunden, wenn sie hier auch wirklich zweidimensional alles gemacht hätten, weil dieses 3D... Ich meine, der normale DS kann es zwar, aber es sieht nicht so schön aus. Verboten. Yay, gegen Team Galactic, Rüpel. Nummer 3, glaube ich. Gegen Katze. Die Katze. Das ist ja wohl kein Problem hier. Wow. Das war gerade eben Speedtie. Okay, die sind genau gleich schnell. Hey, wie sieht Galaktik Rüpel? Also, ob die Chance hätte, bla 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 bla. Schauen wir mal. Weil krass kann. Es gibt nur einen Wörter. Ja, sag mir noch, wo der andere Schlüssel ist. Perfekt. Rennen wir einfach mal zurück. So. Hallo. Ja. Okay, sie wollen Pokémon anlocken, um sie zu fangen. Okay. Und sie greifen mich an. Jo. Alles klar. Ist das schon Gift und Licht? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall wäre jetzt Erdbeben ganz toll. Aber ich habe kein Pokémon mit Erdbeben. Wow. Einfach mal ein Crit rausgeknüppelt. So muss das, so muss das. So. Wunderschön. Das ist der Grund, warum ich immer eine Rüpel sein werde. Genau. Exakt. Okay. Und der nächste. Warum kämpfen sie nicht beide gleichzeitig gegen mich? Das würde einiges an Zeit sparen. Er hat zwei Pokémon. Und ein Zubat. Ich sehe jetzt nicht unbedingt das stärkste Pokémon der Welt ist. Sehr schön. Superschall geht erstmal daneben. Perfekt. Wobei es normalerweise immer trifft bei den NPCs. Oder sehr, sehr, sehr häufig trifft. Und sehr lange hält dann. Yay, Ponyta reicht Level 16. Plus 3 auf die Initiative. Nice. Das hat allgemein ziemlich hohe Werte eigentlich. Das ist cool. Oh, wir kämpfen weiter. Ich würde mich gerne mit Ponyta endlich einen vernünftigen physischen Angriff lernen. Nämlich das Flammenrad. Das lernt es nämlich auf Level 16, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Der Erstauner. Da bin ich aber erstaunt. Yay. Weil Staralili hat ja schon einigermaßen vernünftigen Angriff. Von daher. Okay. Papa. Sonst zum Windkraftwerk gehen. Das ist irgendwas, was ich vergessen habe. Dumm. Okay, was rettet das? Sie wollten den süßen Honig stehlen. Den süßen Honig. Honige.
Wird es so geschrieben? Die Mehrzahl von Honig ist Honinge? Wie viel habe ich denn jetzt gekriegt? 10. Ich glaube, damit könnte man auch Scaraborn fangen. Scaraborn ist ein ziemlich cooles Pokémon. Ich glaube, da oben kommt man auch irgendwie hin. Durch ein Event oder so. Ich glaube, da war die... Ne, die Shaman-Blumenwiese war woanders. Shaman war doch in dieser Generation, ne? Ja, doch, garantiert. Ah ja, wechseln wir ganz besonders. Ja. Seltene Pokémon, in diesem Fall Scaraborn. Was auch zu dem Pokémon passt, dass man es mit Honig anlocken kann, tatsächlich. Weil es mag Honig und Harz. By the way, wie sieht's eigentlich mit Tränken aus? Hallo. Was verkaufst du? Bullshit. Vier davon. Vier davon. Eins davon. Und den Rest sparen wir. Sollte reichen. Erstmal. Und jetzt gehen wir nochmal ins Pokémon Center. Und da machen wir das Wienkraftwerk. Und das kriegen wir, glaube ich, in der Folge sogar noch ganz gut hin. Kommt gut voran. Wenn die Folge ist jetzt gerade knapp 20 Minuten lang. Ich wollte so 25 bis 30 Minuten immer machen, die Folgen. Das dürfte gut hinkommen. Okay. Bis dann, mein Freund. Oder meine Freundin. Ist ja Schwester Joy. Wie immer. Könnte man vielleicht auch irgendwann mal austauschen. Ist da unten eigentlich irgendwas? Nope. So. Und es geht hier rein. Achso, ich muss anquatschen. Die Tür zum Windkraftwerk öffnet sich. Dankeschön. Hallo. Muss dem Commander berichten. Mach dies. Hallo du. Man könnte sich, glaube ich, auch hier durchschleichen, aber mein Gott. Wir nehmen die Erfahrungspunkte mit. Und die haben sowieso nicht wirklich die stärksten Pokémon hier. Obwohl, Level 13 ist schon ganz nett. Da habe ich ein gutes Level aktuell. Finde ich schön. Ich meine, ich könnte mich hier schon total overleveln, aber mein Gott. Kann schon Biss. Nice. Glut. Okay. Dann machen wir noch eine Glut und dann ist es down. Yay, wie viele Erfahrungspunkte gibtest du? Oh, gar nicht mal so wenig. Sehr schön. Jetzt ist es weniger gegeben als so ein Knospi. Seine Knospi hat, glaube ich, ihm 140 Erfahrungspunkte gegeben. Was krank ist. So. Davon ist schon Mars. Ich glaube, Mars heißt sie. Sie oder er. Ich glaube, das ist eine sie. Ich bin mir gerade unsicher. Sie, er. Ich weiß es nicht. Ein Commander von Team Galactic. Galactic. Wow. Irgendwie sind diese Typen nicht sonderlich stark. Und können meinem Ponyta irgendwie nichts entgegensetzen. Ha. Okay. Blut. Und es ist geburnt. Jawohl. Ich mach grad so jetzt noch ein. Ja. Einen pro Schlag. Nur zweimal getroffen. Wahnsinn. Und das war's dann. Sehr schön. Weil wer es nicht weiß, wenn ein Pokémon verbrannt ist, halbiert sich sein Angriffswert. Level 15 sogar schon. Sehr schön. Damit haben wir jetzt einen vernünftigen Feuerangriff für
Honita, den wir gleich mal ausprobieren werden. So. Weil obwohl, Glut macht ja auch aktuell noch ziemlich gut Schaden, da dass die Werte von Bonita ziemlich ausgeglichen sind bisher. Was ziemlich gut ist. Aber Flammenrad ist halt nochmal einen Tacken stärker als Dingens und ich hätte Tackle vergessen lassen können eigentlich. Obwohl, na, vielleicht noch nicht. Warum Tackle auch nur 25? Ich weiß nicht, die haben es glaube ich erst in der 5. Generation geändert, dass Tackle 100% trifft. Hallo. Ich bin einer der 3 Commander vom Team Galaktik. Moment, das stimmt ja gar nicht. Einer der 4 Commander. Man nennt mich Maus. Wenn er anscheinend wird, dann besser ist als diese. Aber niemand besteht unsere Pläne, findet sie gut. Auch nicht, oh, das macht mich traurig. Kämpfen wir. Okay, wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, wenn wir Team Galaktik hier verschwinden. Okay. Wer ist der Typ da mit den lila Haaren? Maus. Und es ist tatsächlich eine Frau, so wie es aussieht. Was merkwürdig ist, weil Maus männlich ist eigentlich. Also der... Okay, es ist nach dem Himmelskörper benannt, nicht nach dem römischen Gott. Flammenrad. Jo, das macht Schaden. Toxin. Okay. Okay, warum kann das Ding Toxin? Das ist eine TM-Attacke. Was soll der Mist? Du lernst Toxin sonst nicht. Okay. In der Generation ist es ja schon so, dass es... Ah ja, komm, wechseln wir mal. Sterilili darf auch mal wieder. Sterilili! Du entwickelst dich hoffentlich auch bald. Oh, kurz vor Level 13. Oh. Ach stimmt, das war die fette Katze. Flügelschlag. Und Mogelhieb. Nice. Nice, der Mogelhieb ist ziemlich stark. Okay, das ist jetzt ohne Step. Oh, ich sehe gerade das Level. Ups. Hoppla, das Ding ist ja doch schon Level 17. Vielleicht sollten wir da ein wenig nachhelfen. Okay. Pliprin hält doch ein bisschen mehr aus als Dingens. Erstmal die Initiative mal sehen, das sollte schon reichen. Oder auch nicht, das Ding ist nämlich immer noch schneller. Das dürfte jetzt nicht mehr schneller sein als Ponita. Au, Kratzer tut weh. Komm, senk deine Initiative nochmal. Es hat eine Beere. Fies, eine Sinelbeere. Ich glaube, ich heile mich aber mal kurz hoch. Sonst wird das hier nichts. So. Ich würde gerne noch einen Dings-Drop hinkriegen. Eine Initiative-Drop. Auf damit. Komm schon, ein Inne-Drop noch. Oh, ein Crit, nice. Oder versuchen wir dann doch lieber die Verteidigung zu senken. Komm, senk deine Verteidigung. Okay, überlebe ich das? Ja. Mit einem KP, sehr gut. Und mit Satrumara kaputt gemacht. Sehr schön. Oh mein Gott, 666 Erfahrungspunkte. Dann Level 17 einfach mal. Die Erfahrungspunkte hätte Dingens ziemlich gut gebrauchen können. Unfassbar, ich habe verloren. Ja, du warst so ziemlich stark, meine Herren. Ups, da habe ich mal ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Sharon, okay. Das ist der Protagonist. Stimmt, hier ist der Protagonist aus der 5. nicht auch, also einer der Rivalen, nicht auch Sharon? Oder wurde er anders geschrieben? Ich glaube, er wurde mit E geschrieben, nicht mit A. Das ist aber schade, gegen ein Kind zu verlieren, ist bedauerlich. Er kann nichts machen.
mit der gewonnenen Elektrizität Tür und Tor offen. Hätte auch einfach ein paar Akkus kaufen können. Man Zweifel immer erkennen. Ist der Boss mein Genie an? Was, wir brechen auf. Du hast mir gar nichts zu sagen, nur der Boss darf mir Vorschriften machen. Sonst darf das keiner. Reiß dich in meiner Nähe gefällig zusammen. Ist immerhin neu hier. Nur nicht, dass dich hier ernst nimmt. Ich glaube, der Typ kam nicht im Original vor, also nicht in den anderen Teilen vor. Das ist, als wir uns verabschieden. Okay. Team Galactic, sie haben so unser müssen. Ich frage mich überhaupt, wie diese die Energie speichern. Das ist merkwürdig. Jetzt muss gesagt. Yay, da kommt die Tochter. Okay. Okay. Das Ballon-Pokémon. I. Was ein ekliger Effekt. Naja. Ich verschwende jetzt aber kein Gegengift. Lebel, ach, was willst du denn jetzt schon wieder? Aufgetaucht. Vertrieben, bla. Tschüss, Lebel. Darf ich mich bitte wieder bewegen? Sucht auch mal. Okay. Okay. Lebel, please. Das Bildschirmeffekt, ey. Bl, bl, bl. Ja, und Ponita hat nur ein KP. Ja. Das finde ich eigentlich übrigens eine ziemlich gute Sache. Dass sie eingeführt worden ist, dass sich die Dingens nach einer Zeit auflöst. Das gibt so. Jetzt haben wir schon mal fast, ich glaube sogar schon etwas über eine halbe Stunde. Ich würde mal sagen, ich bin Zara. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Platin und wir uns in Richtung, wie genau? Wie hieß die nächste Stadt? Moment. Wie hieß sie? Da oben. Ja, ewig genau aufmachen. Ich freue mich schon, wenn wir hier in Richtung Herzhofen kommen. Denn hier gibt es ein Pokémon, was ich haben möchte. Hier auf diesen drei Routen. Direkt hier rum. Ja, da kommt ein schönes Pokémon. So, aber ich würde mal sagen, ich bin Zara. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Pokémon Platin. Bis dahin. Ciao, Leute.